Hallo liebe Wagen, herzlich willkommen zu eurer Botschaft für mehr Liebe. Die Göttin, die heute unsere Begleiterin ist und Pate für uns steht, ist Göttin Aphrodite, die griechische Göttin der romantischen Liebe, der inneren Selbstliebe und auch der Schönheit und des Wohlstands. Und mit ihrer Hilfe werden wir heute Botschaften für dich channeln, hoffe ich doch sehr, die mehr Liebe in dein Leben bringen. Und natürlich, wie immer, dieses Video ist für dich, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Waage ist. Und wir beginnen. Aphrodite, welche Botschaft soll Waage heute hören? Was ist wichtig? Oh. Wir haben den Page der Stäbe. Neue Impulse sind im Moment sehr wichtig für dich. Der Page der Stäbe steht natürlich für junge, frische Energie, für neue Erlebnisse, vielleicht für Reisen in weite Ferne, aber tatsächlich neue Erlebnisse, die dich aufblühen lassen. Also wenn du dich in einer alten, stagnierenden Energie wiederfindest, dann ist jetzt der Aufruf für dich. Du darfst in neue Gefilde aufbrechen. Okay. Waage. Du darfst sogar reisen. Also, es kann tatsächlich sein, dass hier wirklich im wahren, reellen Sinne eine Reise gemeint ist. Ganz besonders, wenn du vielleicht schon weißt, oh, dann werde ich in Urlaub fahren. Also, dass hier eine Reise neue Impulse bringen kann. Diese Reise könnte dir sogar eventuell eine Person bringen. Okay, diese Person wird eben aus einem anderen Land sein, vielleicht eine andere Kultur haben. Wir haben hier Krebs natürlich, vielleicht auch eine Person, die Krebs ist vom Sternzeichen her. Und ja, es kann auf jeden Fall tatsächlich eine Reise in ferne Länder sein. Wow, das Ass der Kelche. Also wenn diese Reise, es kann auch eine symbolische Reise sein, natürlich eine spirituelle Reise, aber neue Impulse geben dir hier quasi neue Wege oder öffnen dir neue Wege hier. Wenn es sich nicht um eine richtige Reise handelt, dann wie gesagt, es sind neue Impulse, die dich hier auf einen neuen Weg setzen. Vielleicht begegnest du einem neuen Hobby, was dich in diese Richtung lenkt, ja, dass du, weiß ich nicht, zum Beispiel Cosplay. Ich weiß auch nicht, warum ging gerade das Wort Cosplay im Kopf auf und du fängst an, dich kreativ auszuleben, gehst auf Conventions und dort triffst du jemanden, der diese Leidenschaft teilt. Ja, sowas könnte es sein. Es könnte, wie gesagt, auch eine reale Reise sein, dass du quasi als Mitbringsel eine Person mitbringst hier. Es kann aber auch, wie gesagt, neue Impulse sein, die dich hier empfänglicher machen, auf die Frequenz setzen, um hier einer neuen Liebe zu begegnen. Okay? Also neue Erlebnisse, den Horizont öffnen, all das. Wow, und ihr habt auch zwei Asse. Ich weiß nicht mehr, welche Gruppe es war. Die hatten auch zwei Asse. Ich glaube, es war Zwillinge. Nee, ist auch egal. Ist auch egal. So, wir haben hier das Ass der Münzen und die zwei der Schwerter. So, ich komme, oder mir kommt die Karte gerade in den Sinn, entscheide jetzt, was du willst, damit du das bald bekommst, was du brauchst oder so. Es gibt eine Karte vom Romans Angels Deck, was ich gleich noch für euch ziehen werde. Vielleicht wird diese Karte rauskommen. Ich fände es sehr lustig, weil ich tatsächlich glaube, dass du jetzt die Chance auf eine wunderschöne neue Liebe hast und jetzt entscheiden solltest, was braucht diese Liebe. Also jetzt ist genau die Zeit, zum Beispiel aufzuschreiben,
wie dein zukünftiger Partner, deine zukünftige Partnerin sein soll. Und zwar sehr genau. Also wirklich stell dir vor, wie diese Person aussehen soll. Welche Eigenschaften, welchen Beruf, wie viel soll sie verdienen. Also man kann tatsächlich wirklich alles sich aufzeichnen und das aufschreiben. Also wirklich dann auch schreiben, ich möchte, ne, oder diese Person, zwar so, als wäre es schon passiert. Also schreiben, ne, mein Partner Thomas ist 1,91 Meter groß, hat lange braune Haare. Ich weiß nicht, ich mache hier irgendwelche, irgendwas erfinde ich hier gerade. Aber wie es euch halt wirklich, was ihr... wie ihr euch diesen Partner vorstellt. Ne? Er arbeitet als Bankier, dort und dort. Wirklich genauso, wie ihr das, wie ihr das wünscht. Aber der Haken ist, dass ihr das tatsächlich auch fühlen sollt. Wenn ihr das aufschreibt, dann habt wirklich das Gefühl, wie fühle ich mich mit diesem Partner, mit dieser Partnerin? Weil da, so kann man sehr, sehr leicht manifestieren. Okay, wie fühle ich mich mit diesem Partner? Macht diese Person mich glücklich? Macht diese Person mich giggelnd vor Glück? Ja, kichernd vor Glück? Macht diese Person, lässt diese Person mich sicher fühlen? All das ist der sicherste Weg, etwas zu manifestieren. Die Zwei der Schwerter ist im Grunde der erste Schritt zur Manifestation. Auch wenn viele, wie ich finde, das ist meine persönliche Meinung, die Zwei der Schwerter oft missdeuten, als dass man irgendwo feststeckt. Das ist nicht so, es ist eine intentionelle Sache. Also, dass man sagt, ich werde mich zurückziehen und erforsche das, was ich will. Wir haben hier das Meer im Hintergrund und auch den Mond. Also es geht hier um Seelensuche, Gefühlserforschung, und Wasser und Mond sind immer Seele und Gefühle. Das heißt hier, ihr habt im Moment einen sehr guten Draht zur Manifestation, wenn ihr es schafft, vom Gefühl zu manifestieren, von eurer Vorstellungskraft. Ne? Wie werde ich mich fühlen, wenn diese Person in die Tür tritt? Ja, wie fühle ich mich? Ne? Habe ich ein warmes Glühen im Bauch? Muss ich so lächeln, dass meine Wangen wehtun? Ja, also all das, wirklich steck so viel Emotion in deine Manifestation, wie es geht, und das wird hier in dein Leben gezogen. Das ist momentan, öffnet sich hier quasi ein Portal für dich. Ups. Oh. Und wir haben den Mond. Also nochmal hier tiefe Gefühle, tiefe, vielleicht auch Ängste. Wenn du Ängste in Bezug auf Liebe hast, auch hier, ne? Gehe in dich. Wenn du Ängste hast, das ist nicht gut für die Manifestation. Also versuche hier Ängste auszusortieren, die du eventuell in Bezug auf eine neue Liebe haben könntest. Versuche herauszufinden, woher kommt die Angst, wie kann ich die Angst lösen. Aber auch hier wirklich tief in die Seele forschen. Ne? Also damit du quasi die Blockaden lösen kannst, weil du jetzt einfach so eine gute Gelegenheit hast, etwas zu manifestieren, was richtig gut ist, ja, ein Neuanfang. Und wir haben die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter weiß sehr genau, was sie möchte. Vor allen Dingen weiß sie auch sehr genau, was sie nicht möchte. Sie weiß sehr genau, was sie sich bieten lässt und was nicht. Und wenn die Königin der Schwerter sich etwas nicht bieten lässt, dann wird dieses Etwas aus dem Leben entfernt. Ne? Also hier ist für dich momentan ganz klar eine riesige Chance drin, das auszusortieren, was dir zu klein geworden ist, was dich nicht mehr erfüllt, was dich nicht mehr glücklich macht. Das ist jetzt einfach die riesige Gelegenheit, quasi alles zu entrümpeln, was dich an deiner Manifestation hindert. Und ich sehe, dass du Liebe haben möchtest, ja, dass du
wirklich versuchst, das in dein Leben zu ziehen. Aber ich glaube, hier ist eben diese kleine Blockade drin. Und jetzt hast du die Möglichkeit, diese Blockade endlich zu lösen. Und zwar für immer zu bereinigen. Ja, also versuche das mit der Manifestation, mit Seelensuche, vielleicht mit Meditation. Ich glaube, das könnte auch gut sein, gerade wenn es etwas ist, was so ein bisschen unbewusst ist, dass du hier mit Hilfe von Meditation an diese unbewussten Gefühle kommen kannst. Okay, so, dann schauen wir mal auf die Orakelkarten. Ne? Ich bin gespannt, welche Karte rauskommt, aber es wäre lustig, wenn diese Karte rauskommen würde. Wir haben, behalte eine offene Vorstellungskraft. Dein Seelenpartner könnte anders als dein gewöhnlicher Typ und deine Erwartungen sein. Interessant. Das ist halt auch, das kann tatsächlich auch hochkommen hier, ne? Dass du quasi Muster hast, die du nicht vorher erkannt hast, weil sie unsichtbar für dich waren. Okay, gerade auch der Mond hier, der verschleiert gern Dinge. Das sind unbewusste Dinge, die jetzt ans Licht kommen können und zum Beispiel auch Muster. Wenn diese Karte rauskommt, dann heißt es nicht, dass du diese Person nicht attraktiv finden wirst, sondern dass du feststellst, dass du ein Muster hattest und das jetzt durchbrochen hast, indem du jemand anderes wählst. Es kann bedeuten, dass du vorher notorische Lügner, Fremdgänger, und wenn es nicht so schlimm ist, aber vielleicht Faulpelze, die keinen Bock auf Hausarbeit haben, die dich die ganze Arbeit haben machen lassen, oder die erwartet haben, dass du quasi den Lebensstil finanzierst oder ähnliches. Und plötzlich wird dir das Muster bewusst hier mit dem Mond und der Königin der Schwerter und du kannst das entfernen. Und deswegen kommt hier jemand, der ganz anders ist und zwar im positiven Sinne. Ja, das muss nicht anders aussehen sein, kann es sein, ja. Aber vor allem das Innere kann ganz anders sein. Die Person, der Charakter kann ganz anders sein, okay? Noch eine letzte Karte. Let your friends help you. Also lass deine Freunde dir helfen. Frage und akzeptiere Unterstützung von anderen. Okay, also auch hier, ne, wenn du etwas nicht sehen kannst, dann frage Menschen, denen du vertraust, ob sie dir helfen können. Manchmal ist es gut, wenn du, wenn andere dich spiegeln. Und mit dem Mond haben wir ja auch einen Spiegel. Manchmal ist das sehr gut. Vielleicht hast du ja auch eine Therapeutin, einen Therapeuten. Auch da ist es gut, vielleicht mit einer zweiten Person hinzugucken. Wenn du das nicht hast, hilft manchmal tatsächlich ein Gespräch mit einem Freund, einer Freundin. Die sehen das oft anders, weil sie einfach einen Blick von außen haben. Und vielleicht ist denen schon was aufgefallen, was dir einfach nicht bewusst ist. Ja? Also das könnte sehr hilfreich sein. Das ist das Seelenpartner-Orakel. Da ziehe ich dir jetzt noch eine letzte Botschaft. Wahre Liebe. Dies ist eine Liebe, wie es sie nur einmal im Leben gibt. Also das kann die Belohnung sein hier. Ne? Wir haben schließlich auch jemanden, der hier kommen möchte, der in dein Leben kommen möchte. Wie gesagt, diese Person kann sehr anders sein, weil du jetzt endlich Blockaden lösen kannst oder ja Muster. Es sind ja oft Muster, dass man das sucht, was man schon kennt. Na, und wenn dir das bewusst ist, ist das der erste Schritt zum Auflösen der Muster. Ich hätte gerne noch eine Karte. Eine letzte Karte für Waage. Nicht mehr, bitte. Nur eine letzte Karte. Ja, die sind sehr schwer zu mischen. Hält durch. Die Liebe gibt nicht auf und verliert auf oder verliert den Glauben. Die Liebe ist voller Hoffnung und jeder Situation gewachsen. Das gilt auch für dich. Gib die Hoffnung nicht auf. Ich glaube, du stehst kurz vor einem Durchbruch.
Und die Person, die danach folgt, das wird die wahre Liebe sein. Okay, ihr Lieben, danke, dass ihr da wart. Wenn ihr dieses Video gemocht habt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr mich darüber hinaus unterstützen möchtet, mich und meine Arbeit, dann könnt ihr das. Zum Beispiel könnt ihr ein Trinkgeld geben über Super Thanks, das kleine Herz unter diesem Video. Ihr könnt auch andere Möglichkeiten wählen. Die Links und Infos dazu findet ihr in der Infobox bzw. im angepinnten Kommentar. Und ich sage noch einmal danke, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao!